Hallo, mein Name ist Jens Wagner, ich bin Klavierbaumeister. Ich möchte Ihnen heute erläutern, was mit einem Instrument geschehen ist, das über einen längeren Zeitraum gespielt wurde. Viele Kunden, die vor Jahren ein Instrument gekauft haben, bemerken, dass ihr Instrument nicht mehr das gleiche ist wie zu dem Zeitpunkt, als sie es gekauft haben. Wie kommt das? Was ist geschehen? Was kann man dagegen tun? Es sind vor allem zwei Dinge, die durch die Benutzung eine Veränderung erfahren haben. Das Auffälligste ist ein veränderter Klang. Das Instrument hat einen anderen Charakter bekommen. Das zweite ist eine veränderte Spielart. Das Instrument fühlt sich anders an. Die Ursachen dafür liegen darin, dass zum einen bestimmte Materialien einem Verschleiß unterliegen und dass zum anderen die Mechanik, die für die Spielart verantwortlich ist, sich durch die Benutzung verändert hat. Aber das muss nicht so bleiben. Durch unser kleines Reparaturpaket können Sie mit vergleichsweise geringem Aufwand Ihr Instrument wieder zu dem machen, was Sie damals beim Kauf überzeugt hat. Was wird denn nun im Einzelnen genau gemacht? Die optisch auffälligsten Arbeiten geschehen am Hammerkopf. Durch diese Arbeiten wird der ursprüngliche Klang des Instrumentes wiederhergestellt. Dies ist ein Hammerkopf, der über einen Zeitraum von ca. 4 bis 5 Jahren regelmäßig benutzt wurde. Die Anschlagsfläche ist durch das Bespielen deutlich größer und richtig eckig geworden. Das ist die Ursache für die Veränderung im Klangbereich. Durch die jetzt sehr große Anschlagsfläche klebt der Hammerkopf quasi an der Seite und Teiltöne, die für einen reichen Ton verantwortlich sind, können jetzt nicht mehr entstehen. Außerdem ist es durch diese Verformung dem Hammerkopf nicht mehr möglich, seine Kraft optimal auf die Seite zu bringen, was bei einer idealen Form gewährleistet ist. Das Ergebnis dieser Abnutzung hören Sie als einen Ton, der sowohl nasal und stumpf und irgendwie kraftlos ist, als auch bei stärkerem Anschlag dann sehr schnell spitz und scharf wird. Hier sehen Sie einen neuen Hammerkopf. Dieser Hammerkopf hat seine ideale Form und im vorderen Bereich eine Anschlagsfläche von ungefähr 2 mm. Wenn er gut intoniert ist, verfügt er über ein Maximum an Kraft und Dynamik, um den bestmöglichen Klang aus einem Instrument herauszuholen. Das sind die Voraussetzungen, die ein Hammerkopf braucht, um Teiltöne entstehen zu lassen, die für einen schönen, reichen Ton notwendig sind. Als nächstes kümmern wir uns um das Einstellen, die Regulation der Mechanik. Denn die Endarbeit am Ton können wir nur dann erfolgreich gestalten, wenn das Instrument über eine gute Spielart verfügt. Auch bei der Mechanik hat die Benutzung dafür gesorgt, dass nicht mehr alles so läuft, wie es sein sollte. In den meisten Fällen geht es hier jedoch nicht um Verschleiß an Material, sondern um die Veränderungen von Einstellungen. Wenn sich durch Benutzung zum Beispiel dieser Filz nur ein wenig zusammengedrückt hat, ist der Kontakt der Taste zur Mechanik ein wenig unterbrochen und Sie spüren das beim Anschlag. Sie bewegen vorne die Taste und hinten in der Mechanik bewegt sich noch nichts. Das erzeugt ein starkes Unsicherheitsgefühl beim Anschlag und wirkt sich sehr negativ auf die Kontrollmöglichkeiten der Taste aus. So gibt es eine große Anzahl von Einstellungen, die in ihrer Summe dafür sorgen, dass Ihr Instrument sich nicht mehr so anfühlt, wie es sein sollte. Diese Einstellungen werden durch eine komplette Regulation von uns wieder optimiert. Als letzter Schritt wird das Instrument dann gestimmt und durch Intonation des Hammerkopfs der ursprüngliche Klangcharakter wiederhergestellt. Unser kleines Reparaturpaket verjüngt also Ihr Instrument und steigert den Spielspaß und den Wert. Außerdem unterstützt der Staat Handwerksleistungen in Privathaushalten. Das heißt, Sie können alle anfallenden Kosten bei der Steuer geltend machen.